Einen wunderschönen guten Morgen, ein ganz kräftiges Sportfrei zum Beach Soccer hier in Heidenau im Albert Schwarzbad 2018. Es ging los, wir hatten 4 Mannschaften, weniger als angekündigt, das war ein bisschen schade. Jetzt haben wir 7 Teams, sind aber trotzdem sehr, sehr zufrieden mit dem Verlauf. Die Mannschaften haben Spaß, wir haben Top-Wetter, genauso wie bestellt, könnte man sagen. Ja, wir hatten im Vorfeld natürlich ein bisschen zu tun, wir mussten die Mannschaften akquirieren, aber das ging in diesem Jahr schon ein bisschen leichter, da wir letztes Jahr doch wirklich sehr, sehr viele Mannschaften hatten. Es hat sich rumgesprochen, dass es ein tolles Turnier ist und insofern kamen dann die Mannschaften doch auch an. Wir haben uns zusammen mit der Kreissportjugend da einiges überlegt. Wir haben wieder die Shootout-Anlage, es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Und insofern denke ich, dass die Organisation doch sehr, sehr gut lief. Nächstes Jahr eine Neuauflage. Ich denke, das ist ganz klar, weil wir hier doch wirklich ein sehr gutes Turnier auf die Beine gestellt haben. Hoffen natürlich, dass dann nächstes Jahr mit den Mannschaftsmeldungen alles hinhaut, dass vielleicht ein paar mehr noch zusagen und vor allem dann auch vor Ort sind. Ja, und letztlich gucken wir dann natürlich auch, ob wir vielleicht noch ein Turnier anbieten können, vielleicht für eine Jugendmannschaft. Das müssen wir mal sehen.